Die Lichtbühne schreibt am 3. Dezember 1931 über den Film Emil und die Detektive: In diesem Film dominiert die Jugend. Eine lustige Schar prächtiger Bengels macht mit. An der Spitze der bildhübsche Rolf Wenkhaus als Emil. Ein talentierter Bursch, der sich im Fluge die Herzen der Zuschauer erobert. Mit seiner unbekümmerten, natürlichen Verkörperung der Titelrolle in der Erstverfilmung von Emil und die Detektive nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner erreichte Rolf Wenkhaus 1931 bereits den Gipfel seiner Schauspielerkarriere. Dem damals 13-Jährigen schien die Rolle des mutig in Berlin auf Gaunerjagd gehenden Jungen aus der Provinz auf dem Leib geschrieben. Stimmt ja. Ich würde die 41 Mark, sehen Sie die Stiche nach. Na, langsam. Nach seinem herausragenden Debüt setzte Rolf Wenkhaus seine schauspielerische Laufbahn in der Heinz-Rühmann-Komödie Strich durch die Rechnung von 1932 fort. Der Geschichte eines mutigen Radrennfahrers, der sich den Machenschaften der korrupten Veranstalter widersetzt und schließlich auf ehrliche Weise siegt. Schwester. Mensch, du quatschst doch nicht so lange. Es soll ja heißen, ja, wer von den Schlepfen letzter wird. Wer wird letzter? Wenn du fährst, du. Schluss, Jürgen. Ja, du, wir reden. Weiter. Weiter.
Kurz darauf spielte er in dem Film S.A. Mann Brand mit, einem Streifen, der zu den sogenannten Bewegungsfilmen gehörte und 1933 in die deutschen Kinos kam. S.A. Mann Brand gratuliert dem Hitlerjungen Erich Lohner zu seinem 16. Geburtstag. Sieg heil! Mir? Mhm. Ui, Mutter, unser Hitler, schau! Wenn du die Wanderung mitmachen willst. Ach Gott. Na, war das aber ein Seufzer. Gehst du denn nicht gerne mit? Doch, aber es wäre halt nur einmal so schön, wenn ich auch eine Uniform hätte, wie die anderen Jungen. Kind, ich würde dir ja gern eine kaufen. Aber du weißt doch, der Verdienst reicht doch kaum zum Leben. Ich weiß, Mutter, das macht doch gar nichts. Unser Jugendführer sagt immer, das Brothemd macht immer nicht allein, sondern der Geist. Gute Nacht, Mutter. Ach, gute Nacht, mein Junge. Schlaf gut. Hörst du denn nicht bald auf? Nein, Kind, ich muss die Arbeit Montag abliefern. Ach so. Gute Nacht, Mutter. Gute Nacht, mein Junge. Du, Mutter, der Steinsbraten schmeckt aber gut. Komm, ist auch mal ein Stück. Nein, danke, ich habe schon gegessen. Okay, ein Stück. Du, Mutter. Wir haben heute selbst abgekocht. So, was habt ihr denn gekocht? Erdwurst mit Bohnen. Herrlich, sage ich dir. Und gar nicht teuer. Mutter, sag mal, ist Gänsebraten gut? Ja, sehr gut, aber sehr teuer. Du Mutter, denk da mal, ich krieg morgen Gänsebraten. Vom Chef Gustav. Mhm. Die sind nämlich sehr reich. Deswegen ist es doppelt nett vom Gustav, dass er bei uns ist, bei der Hitlerjugend. Wieso? Na, ich meine halt nur, weil die meisten von uns sind bestimmt nicht reich. Ja, aber es sollten alle dabei sein. Ganz gleich, ob reich oder arm. Das ganze Volk sollte dabei sein. Hm? Da wird unsere Wirtin aber anderer Meinung sein. So. Na, die kann doch uns Nazi nicht leiden. Das sagt das uns auch. Aber komm, Mutti, jetzt musst du auch noch schnell gebraten essen, ja? Nein, Kind, warum ist das auch? Ich bin doch satt, du musst doch auch was essen. Geh jetzt zum Fritz, wir müssen doch von unserer Wanderung erzählen, ja? Na schön, dann geh nur. Er trat nur in drei Filmen auf. Über Rolf Wenkhaus' Privatleben ist lediglich noch bekannt, dass er verheiratet war. Nach Kriegsausbruch meldete sich Wenkhaus zum Militär. Er starb als Besatzungsmitglied einer viermotorigen Focke, die auf Schiffsziele spezialisiert war. Die Maschine wurde am 31. Januar 1942 vor der westirischen Küste abgeschossen, die einen Geleitzug abschirmte. Die gesamte sechsköpfige Mannschaft des Flugzeugs kam mutmaßlich ums Leben. Die Leiche des Piloten wurde zwei Wochen später an Land gespült. Der zuletzt im schlesischen Sorau beheimatete Rolf Wenkhaus galt als vermisst und wurde am 6. Juni 1948 für tot erklärt. Rolf Wenkhaus, der mit nur 24 Jahren verstarb, hatte seinen größten Höhepunkt in Emil und die Detektive, der mitunter als bedeutendste Filmwerke der deutschen Filmgeschichte gilt. Er hat zwar kein Grab, das an ihn erinnert, aber dieser Film ehrt sein Andenken.